So, Freunde. Ja, willkommen zurück zu Cave Story. Kurz zusammengefasst. YouTube hat sich bis heute wohl noch nicht bereit erklärt, da irgendwo was zu machen. Entsprechend müssen wir jetzt damit erstmal vorlieb nehmen, dass die Folge 9 dieses Projekts derzeit nicht freigegeben werden kann. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, was da so alles passiert ist. Und zwar, wir haben das Gumbase geholt. Ich weiß nicht, ob das in Folge 8 noch zu sehen war. Und mussten danach gegen Balfrog kämpfen. Balfrog ist der verwandelte Balrog gewesen. Die Hexe kam, hat Balrog, den sprechenden Toaster, einfach mal in einen riesigen Frosch verwandelt. Gegen den wir dann kämpfen mussten. Kaum war dieser besiegt, sind wir zurück zum Roboter gegangen und haben uns diese Bombe zusammengebastelt, mit der wir hier die Tür aufgesprengt haben. Dieser Raum dürfte euch mittlerweile sogar schon bekannt vorkommen, und zwar ist das Kazumas Raum. Na gut, jetzt die zwei Dinge hier mal nicht mitgezählt. Kazuma war ja hier gefangen, wir seht jetzt nicht mehr. Wir hatten ihn befreit und ja, uns ging halt darum, dass die Mimiga gefährdet sind und zu Hilfe braucht und so weiter. Und dann kam ein kleiner weißhaariger Gnom mit roten Augen hier raus. Und hat auch nochmal seinen Senf dazugegeben und ja, hat kurz schlussendlich sogar gemeint, dass er uns nicht kennen würde, aber mit solch einer Ironie, dass es so ein bisschen ein bisschen merkwürdig rüberkam. Das ist so jetzt in etwa das, was der Fakt ist. Die beiden haben sich jetzt hier sind sie, der weißhaarige Gnom mit den roten Augen. I'm counting on you. Lead us to Mimiga Village. Kazuma! Yes. Does that thing work? Yeah. Looks like it still does. It won't stop. So, jetzt sind wir wieder an der Reihe. Wir müssen zurück zum Haus von Arthur. Dazu müssen wir eigentlich nur kurz und knapp wieder in Richtung Heimat. Dazu müssen wir nur in Richtung Heimat rennen. So seht ihr aus, ihr blöden Viecher. In Richtung Heimat, also sprich zurück zum Teleporter. Hier benutzen wir am besten die Bubblin. Juhu! Hat doch geklappt. Sehr schön. Und auch du, mein Freund Brutus. Und ihr kriegt auch nochmal schön auf die Mütze. Tudelu! Upsala. Und ihr. Hep. Oh. Und auch du gehst da drauf. Gehst du drauf? So ist brav. Wie schon auf der Homepage angekündigt, wird Diablo 2 entsprechend erstmal ein bisschen Pause haben müssen. Denn das Problem ist eben, das Format in 15 Minuten, also in maximal 15 Minuten, entsprechend sogar in 13 Minuten zu packen, ist, sagen wir mal, echt nahezu unmöglich. Denn dann verbrauchen wir ja schon wirklich eine Folge allein mit der Monsterbeschreibung. Weil das dauert teilweise echt lange, sind wir mal ehrlich. Und ich weiß nicht, ob sich das dann wirklich lohnt. Auch wenn ich zwei Folgen am Tag hochlade, das ist dann immer so gesplittet und jetzt haben wir gerade mal einen Teil gesehen und müssen wir schon wieder auf den nächsten Teil umschalten und so weiter. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnen würde. Ich habe aber auch derzeit, wie gesagt, keine Rückmeldung von YouTube bekommen bezüglich des Problems. Es scheint sich wohl um einen Bug zu handeln, wie ich das verstanden habe, der auch schon seit längeren Zeiten
im amerikanischen Hilfeforum diskutiert wird. Wow, Kings of Power. Wir haben schon 15.000 Schaden angerichtet. Ist doch schon einiges. Ja, wie gesagt, das Problem ist schon ein bisschen länger jetzt da, aber da fühlt sich wohl niemand weiter dafür verantwortlich. Ja, ja, träum weiter. Autsch, das war nicht gut. Okay, wir haben zumindest wieder volles Leben und die Waffe ist wieder voll. Oh. So, und du. Ja, und entsprechend muss man jetzt auf besser Wetter warten und mal schauen, was so passiert. Was haben wir denn hier? That bike Kazuma was riding looks like it has had better days. Ja. Sieht ein bisschen sehr mitgenommen aus. Gut, dann würde ich sagen, schwirren wir mal zurück zum Arthur's House. Teleport to Arthur's House, yep. Oh Gott, wie war denn die Stimme? We're your weapons of death. Where are you? Yes! The doctor plans to use... Ach, oh Gott. We are the weapons of death. Ah! The doctor plans to use the red flowers to have all of you attack the humans. Ja. Wie gesagt, ist in der Ecke her. Wie war das mit... Why would he do such an awful thing? The doctor is like the devil. Will he force Tororoko to eat the red flower? The doctor is still searching for the red flower. It's good if he hasn't found the location yet. But if he finds the red flower, Tororoko will be... She will be filled with rage and turn into a weapon of death. I won't let that happen. Ouch! Are you okay? Yes. But I really thought that we weren't going to make it. Kazuma! And Professor Booster! Oh. Have you been? Was have you been? Jo. Wie erging es dir so? Überleben. Mhm. Ist auch die Antwort, die ich auf solch eine Frage immer geben würde. Surviving! And that Mimiga is? His name is King. He's the leader of this village and also a friend of mine. Mine. Ah, wer weiß aus welchem Film das ist. Many Mimiga used to live here in Mimiga Village, but most of them were taken away to the doctor. King's friends were also. So. Was träumsche, Leute. So, ja, zuerst mal speichern. Was gibt's denn hier eigentlich noch Neues? Reden wir mal mit Kazuma. Good work. The bike is a complete wreck, but somehow we made it. Ja. Was hast du denn zu zählen, Chef? Entschuldigung. Tororoko. As a weapon of death. Of death. Death. I won't allow it. Ja. Ich glaube, das wird den Chef, aber den bösen Doktor relativ herzlich wenig jucken. Gut, okay. Ich würde sagen, ich mache hier mal vorsichtshalber einen Cut und hoffe, dass wenigstens dieses Video auf YouTube hochgeladen wird. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge.
Bis denn, tschüssili.